Nutella, Tempo, PlayStation. Dass das Sony-Gerät heutzutage als Synonym für eine Spielekonsole gilt, ist eine lange Geschichte. Eine Geschichte voller Verrat, Rückschlägen und einem Rebellen, der seine Chefs bis aufs Blut geärgert hat und damit die Firma gerettet hat. Die Geschichte von Sony beginnt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Am 7. Mai 1946 gründet Masaru Ibuka das Unternehmen, das 1957 zu Sony werden soll. Tokyo Chushin Kokyo KK. Und zwar als Elektroladen in einem Kaufhaus. Schon bald beginnt die Firma zu wachsen und entwickelt Kassettenabspielgeräte, wie den heute weltbekannten portablen Walkman von 1979. Spiele sind für Sony aber lange Zeit kein Thema. Bis in die späten 80er Jahre herrscht die Meinung vor, dass Videospiele Kinderspielzeug seien und man eben kein Spielzeughersteller ist. Trotzdem gründet man 1989 mit Sony Image Soft einen Spielepublisher, der anfangs Nintendo-Spiele, später aber auch Sega-Titel vertreibt. Für Ken Kutaragi, einen brillanten Entwickler, der seit 1975 bei Sony angestellt ist, ist das aber nicht genug. Er versucht, die Geschäftsleitung dazu zu überreden, selbst in den Spielekonsolenmarkt einzusteigen, wird aber immer wieder abgewiesen. Heimlich nimmt er deshalb den Auftrag an, bei Sony einen Soundchip für den Super Famicom, wie die Nintendo-Konsole SNES in Japan heißt, zu entwickeln, den SPC-700. Als Kutaragis Chefs von dem nicht genehmigten Nintendo-Projekt erfahren, sind sie außer sich vor Wut und kurz davor, ihn zu feuern. Trotzdem kriegt Sony mit dem Geheimprojekt einen Fuß bei Nintendo in die Tür und bekommt deshalb auch einen lukrativen Folgeauftrag. Man soll jetzt an einer CD-Erweiterung für den Super NES zusammenarbeiten. Denn der Konkurrent Sega hat kurz zuvor mit dem Mega CD ein Disklaufwerk für seinen Mega Drive angekündigt. Mega CD. Die Vorteile der runden Scheibe liegen auf der Hand. Nicht nur sind CDs deutlich günstiger in der Herstellung als Cartridges, sie bieten zudem auch dramatisch mehr Speicherplatz. Die Sony-Chefetage stimmt Kutaragis neuem Projekt widerwillig zu. Sony stellt ein CD-Laufwerk her, das man mit einer SNES-Konsole zur sogenannten PlayStation kombinieren kann. Das Gerät soll dann sowohl Cartridges als auch CDs abspielen können. 1991 sollte Sony auf der Consumer Electronics Show öffentlich die Nintendo PlayStation ankündigen. Doch Nintendo lässt den Deal in letzter Sekunde platzen und kündigt auf der gleichen Messe an, stattdessen mit Philips an einer CD-Lösung zu arbeiten. Das Ergebnis davon, Nintendo-Spiele auf Philips CDI, kennen wir heute leider. Gee, it sure is boring around here. Erschüttert über den Verrat durch Nintendo, beginnt ein Team unter Ken Kutaragi bei Sony an einer eigenen Konsole, einer Sony PlayStation, zu arbeiten. Und plötzlich steht durch verletzten Stolz auch die Chefetage von Sony hinter dem Projekt. Wie bei jedem Streit gibt's aber natürlich auch hier zwei Sichtweisen. Denn der Grund für Nintendos Partnerschaft mit Philips war die überzogene Forderung Sonys, die Rechte für alle auf CD veröffentlichten Nintendo-Spiele zu übernehmen. 1992 stellt Sony knapp 200 Prototypen der Sony PlayStation her, die sowohl CDs als auch SNES-Cartridges abspielen kann. Veröffentlicht wird diese Variante aber nie, erst Jahre später tauchen die Geräte bei Sammlern wieder auf. Sony beschließt stattdessen, auf die nächste Konsolengeneration zu warten und dann mit vollem Einsatz im Konsolenkrieg gegen Sega und später Nintendo mitzumischen. Der aktuelle PlayStation 32-Bit-Prototyp unter dem Codenamen PSX spielt ab jetzt nur noch CDs ab, kann mit dem von Ken Kutaragi entwickelten bis dato schnellsten Prozessor einer Konsole aber 3D-Grafik in Echtzeit darstellen. Im November 1993 wird mit Sony Computer Entertainment eine neue Tochterfirma gegründet, die sich ab sofort um die Entwicklung der PlayStation und passenden Spielen kümmert. Am 3. Dezember 1994 erscheint die Sony PlayStation zunächst in Japan und wird zum Hit. Über 250 Entwickler und Publisher wie Konami, Capcom, Square und Namco liefern neben Sonys eigenen Studios Spiele für die PlayStation. In 6 Monaten verkauft Sony über 1 Million Konsolen. Für den Verkaufsstart in Europa und den USA tritt die graue Spielekonsole direkt gegen den Konkurrenten Sega an.
Denn während die PlayStation hierzulande erst im September 1995 im Laden steht, ist der Sega Saturn bereits mehrere Wochen erhältlich. Sony gelingt es trotzdem, Sega und ihren 399 Dollar teuren Saturn auf der E3 1995 mit nur einem Wort bloßzustellen. 299. Die Marketingabteilung von Sony gibt sich derweil alle Mühe, die PlayStation nicht als Kinderspielzeug, sondern als coole Lifestyle-Konsole für junge Erwachsene zu etablieren. Der Werbeslogan schießt dabei vielleicht etwas übers Ziel hinaus. Denn das Wort mit dem roten E liest sich nicht als Urnote, sondern als You are not ready. Auf der PlayStation nehmen viele bis heute weltbekannte Spielereien ihren Anfang. So auch die Rennsimulation Gran Turismo vom Entwickler Polyphony Digital unter Kazunori Yamauchi. Das zeigt 1997 mit seinen 140 originalgetreuen Autos und 11 hübschen Strecken eindrucksvoll, wozu die Sony-Konsole technisch in der Lage ist. Zwar gibt's auch einen zugänglichen Arcade-Mode, der Kern des Spiels liegt aber im komplexen Simulationsmodus, indem man erst mit fahrerischem Geschick neue Lizenzen freispielen muss, um neue Autos zu bekommen. Bis heute sind neben diversen Spin-Offs und Neuauflagen 6 GT-Fortsetzungen für alle Sony-Konsolen erschienen, von denen über 60 Millionen Stück verkauft wurden. Obwohl die Reihe bereits Jahre zuvor auf anderen Plattformen begonnen hat, geht kaum ein Spiel so Hand in Hand mit der PlayStation 1 wie Final Fantasy VII von Squaresoft. Das dramatische Rollenspiel-Epos um Cloud Strife und Co. zeigte nämlich vor allem mit seinen bombastischen Zwischensequenzen die große Stärke der CD als Spielemedium. Durch den immensen Popularitätsschub durch Teil 7 lebt die Reihe bis heute weiter und hat über alle Plattformen neben zig Singleplayer-Fortsetzungen auch schon mehrere MMOs und Spin-Offs in andere Genres spendiert bekommen. Mehr als 130 Millionen Final Fantasy-Spiele wurden bis heute verkauft. Und auch die Metal Gear-Reihe hat ihren Anfang bereits Jahre vor der PlayStation genommen, mit Metal Gear Solid von 1998 aber ihren Durchbruch geschafft. Das von Hideo Kojima entwickelte Spionageabenteuer glänzt mit ungeheuer filmhaft inszenierter und komplexer Story, durchdachtem Schleichgameplay und beeindruckender 3D-Grafik. Zudem sprengt das Spiel die Grenzen der vierten Wand und lässt Bossgegner Psycho Mantis den Controller tanzen oder die Memory Card des Spielers auslesen. 49 Millionen Stück der 5 Metal Gear Solid Hauptspiele und Ableger hat der Publisher Konami bis heute verkauft. Mit bis heute über 100 Millionen verkauften PlayStation-Konsolen macht sich Sony Ende der 90er Jahre an die Arbeit, zusammen mit Toshiba die nächste PlayStation zu entwickeln. 1999 wird die PlayStation 2 offiziell auf der Tokyo Game Show vorgestellt. Mit dem neuen Emotion Engine Prozessor ist das Gerät so leistungsstark, dass es auch außerhalb der Spielebranche für Aufsehen sorgt. Denn mehreren Medienberichten nach soll der damalige irakische Diktator Saddam Hussein ein Rechenzentrum aus vernetzten PS2s eingerichtet haben, um damit Berechnungen für militärische Zwecke wie Raketenstarts anzustellen. Abgesehen von Spielen und Raketen bietet die PS2 aber noch einen weiteren Kaufanreiz. In der schwarzen Konsole, die sowohl senk- als auch waagerecht stehen kann, steckt auch ein DVD-Player. Zum Verkaufsstart im Jahr 2000 schlagen deshalb viele Käufer zwei Fliegen mit einer Klappe, da viele einzelne DVD-Abspielgeräte deutlich teurer sind. Zeitgleich legt Sony die PlayStation 1 zudem als PS1 mit neuem Design nochmal auf. Doch auch die PS2 ist zu PlayStation 1-Spielen abwärtskompatibel und ist trotz eher überschaubarem PS2-Launch-Spiele-Line-Up schnell überall ausverkauft. Hauptsächlich aber auch deshalb, weil Sony anfangs Lieferschwierigkeiten mit dem Nachschub hat. Zum Weihnachtsgeschäft ein Jahr später startet die PS2 mit Blockbuster-Spielen wie Grand Theft Auto 3 und Metal Gear Solid 2 durch. Bis heute gilt die PS2 mit über 155 Millionen Konsolen als meistverkaufte Spielekonsole in der Geschichte. Für die Early Adopter, also die Käufer der ersten PS2-Produktionscharge, gibt's aber ein böses Erwachen. Denn der sogenannte Disk Read Error macht die Konsole plötzlich unbrauchbar. Erboste Kunden verklagen Sony daraufhin in einer Sammelklage. Erst 5 Jahre später wird der Fall vor Gericht geregelt. Die Mauerentschädigung, ein kostenloses Spiel, $25 und ein Rabatt auf eine Reparatur für die Betroffenen.
Während der PS2-Ära erscheinen viele einflussreiche Spieleserien. So kommt vom Entwickler Sony Santa Monica Studio 2005 das brutale Sagengemetzel God of War vom Designer David Jaffe. Darin mordet sich der übel gelaunte Spartaner Kratos durch die griechische Götterwelt. Bis heute ist die viele Hauptteile und Spin-offs umfassende Reihe über 25 Millionen Mal verkauft worden. Can you kill something that big? Ah! 2002 wiederum kombinieren Square und Disney die Universen von Final Fantasy und Mickey Mouse zum Rollenspiel-Crossover Kingdom Hearts. Darin stellen sich die Spieler mit einer Heldentruppe aus wechselnden Figuren beider Universen finsterer Mächte. Die Reihe wurde ebenfalls über 22 Millionen Mal verkauft. 2004 erscheint mit Monster Hunter der erste Ableger der nicht nur in Japan extrem erfolgreichen Kreaturenjagdreihe von Capcom für die PS2. Im Fantasy-Rollenspiel Monster Hunter jagt der Spieler, wer hätte das gedacht, Monster, rüstet seinen Charakter dafür je nach Beute mit unterschiedlichen Waffen und Ausrüstung aus und tut sich über den PS2-Online-Modus auch mit anderen Spielern zusammen. Bevor Sony sich der nächsten Heimkonsole zuwendet, veröffentlicht man 2004 noch eine überarbeitete Slimline-Version der PS2 und macht die PlayStation mobil. Denn im gleichen Jahr kündigt Sony die PSP, die PlayStation Portable, an. Die Handheld-Konsole bietet mit dem hochauflösenden Display Spielegrafik auf dem Niveau der PS2 für unterwegs. Spiele werden über sogenannte UMD-Module in die Konsole gesteckt. Zum Release im Jahr 2005 ist das Gerät durch den hohen Verkaufspreis von 249 Euro deutlich teurer als der Konkurrent Nintendo DS. 2009 veröffentlicht Sony die noch kompaktere PSP Go. Die verzichtet auf den UMD-Schacht und kann Spiele und andere Inhalte nur über Sonys Online-Dienst beziehen. Doch die Go-Variante kostet anfangs ebenfalls happige 249 Euro. Nach dem immensen Erfolg der PS2 kündigt Sony erstmals auf der E3 2005 die PlayStation 3 an. Damals noch in metallic-grauem Gehäuse und mit einem Controller im Boomerang-Design. Ein voll funktionsfähiges Gerät gibt's dann aber erst ein Jahr später. Doch mit der E3 2006 Präsentation der PS3 erlebt der neue Chef von Sony Computer Entertainment, Kazuo Hirai, sein Waterloo. Denn auch der eingebaute Blu-ray-Player und die bewegungssensitiven Six-Axis-Controller können nicht über den Kaufpreis der Konsole hinwegtäuschen. Während Konkurrent Microsoft nämlich 399 Euro für seine Xbox 360 haben will, kostet die PS3 mit 20 GB Festplatte 499 Euro, für 60 GB sind sogar 599 Euro fällig. Trotzdem macht Sony mit jeder 600 Euro Konsole noch knapp 300 Euro Verlust. Zudem beklagen sich viele Entwicklerstudios, dass es aufgrund der neuen Cell-Architektur der PS3 enorm schwer ist, Spiele für die Konsole zu entwickeln. Für Sony beginnt damit nach dem Verkaufsstart der PS3 im November 2006 eine Aufholjagd. Über die nächsten Monate kündigt Sony mehrere Preisnachlässe an. 299. Bernie, you can't believe everything you read on the internet. That's how World War I got started. Zeitgleich mit dem Release der PS3 startet Sony außerdem seinen general überholten Online-Dienst PlayStation Network. Damit reagiert Sony auf Microsofts Xbox Live und bietet ebenfalls Online-Gaming, Spiele-Patches und Updates sowie kostenlose und kostenpflichtige Download-Inhalte an. 2010 erweitert Sony das PSN außerdem um den Abo-Dienst PS Plus. Für eine monatliche Gebühr bekommen Plus-User kostenlose Spiele und Rabatte auf Einkäufe im Online-Store. 2011 passiert dann der Super-GAU. Durch einen Hackerangriff werden sowohl das PlayStation Network als auch der Sony-Musikdienst Curiosity komplett lahmgelegt. Unbekannte sollen sich Zugang zum System und damit auch den Nutzerdaten von 77 Millionen Kunden verschafft haben. Obwohl sich anfangs hartnäckig das Gerücht hält, dass dabei auch Kreditkartendaten gestohlen wurden, ist das bis heute nicht bestätigt. Bis Sony die Sicherheitslücke geschlossen und neue Sicherheitssysteme implementiert hat, ist das Netzwerk mehr als 3 Wochen lang nicht erreichbar. Als Entschädigung gibt's für alle Spieler 2 Gratisspiele sowie ein kostenloser Monat PS Plus. We are committed more than ever to making sure that the PlayStation Network experience is both entertaining and secure for everybody. Kurz zuvor reagiert Sony außerdem auf die zunehmende Popularität von Bewegungssteuerung auf Nintendos Wii und kündigt 2010 PlayStation Move an.
Die Bewegung der zwei eistütenähnlichen Controller mit leuchtender Farbkugel werden von der PlayStation-Kamera erkannt, was deutlich präzisere Bewegungen als bei der Konkurrenz erlaubt. Während ihrer siebenjährigen Amtszeit bekommt die PS3 mit dem Slim- und Super-Slim-Modell nicht nur zwei kompaktere Neuauflagen, sondern auch eine Reihe bahnbrechender Spielereien. Wichtigster Entwickler für Sony während der PS3-Ära wird das Team von Naughty Dog, die Crash Bandicoot-Macher. Das 2001 von Sony gekaufte Studio veröffentlicht nämlich 2007 mit Uncharted Drake's Fortune nicht nur die Auftaktepisode der Abenteuerreihe um Schatzjäger Nathan Drake, sondern auch die Blaupause für moderne AAA-Action-Adventures. Mit spektakulärer Optik, raffiniertem Kletter-, Baller- und Rätsel-Gameplay sowie Dialogen auf Hollywood-Niveau übertrumpft die Serie sogar das große Vorbild Tomb Raider. Oh, crap, crap, crap! 2013 überträgt Naughty Dog das Erfolgsrezept zudem in die Postapokalypse. In The Last of Us begleitet der Spieler Joel und Ellie durch eine emotionale Reise durch die verwüsteten USA. Let's get a move on. 2012 löst Sony die PSP durch eine neue Handheld-Konsole ab, die PlayStation Vita. Die liefert unterwegs Spiele auf PlayStation 3-Niveau und hat neben dem bekannten PlayStation-Button-Layout außerdem ein großes Touchpad auf der Rückseite. Über das Remote-Play-Feature kann man außerdem Spiele von der PS3 über die Vita fernsteuern, das funktioniert aber nur im gleichen Wi-Fi-Netzwerk. Für die nächste PlayStation will Sony all die Fettnäpfchen der PS3-Ära vermeiden und beginnt deshalb schon im Jahr 2008 die Arbeiten an der PlayStation 4. Unter der Leitung des Programmiergenies Mark Cerny soll die neue Konsole vor allem entwicklerfreundlicher sein, mehr Leistung als die Konkurrenz haben und rechtzeitig erscheinen. Nach Monaten der Gerüchte über ein Projekt Jedi oder Codename Orbis lässt Sony im Februar 2013 die Bombe platzen. Die leistungsstarke PlayStation 4 läuft nicht nur mit einer für Entwickler einfachen AMD-APU, sondern erscheint im Herbst 2013 auch nahezu zeitgleich mit der Konkurrenz. Auf der E3 2013 dreht Sony den Spieß der letzten Konsolengeneration um. Denn die PS4 kostet mit 399 Euro ganze 100 Euro weniger als die Xbox One. Von Anfang an gelingt es Sony deshalb, den Markt vor Nintendos Wii U und Microsofts Xbox One zu dominieren. 2016 erweitert Sony die PS4-Familie um PlayStation VR und die PS4 Pro. Das VR-Headset ermöglicht als erstes Virtual Reality-Spiele und Anwendungen auf der Konsole und ist mit 399 Euro Kaufpreis deutlich günstiger als die PC-VR-Headsets Oculus Rift und HTC Vive. Die PS4 Pro wiederum ist eine leistungsfähigere Variante der PS4, die je nach Spiel hübschere Grafikeffekte sowie 4K-Auflösung bietet. Und inzwischen eigentlich Ehrensache, auch die reguläre PS4 erscheint noch einmal im überarbeiteten Slim-Design, das optisch zur PS4 Pro passt. 2018 verlassen zwei der bekanntesten Gesichter Sony. Zum ersten Kaz Hirai, der nach seiner Zeit als PlayStation-Boss sogar die Konzerngesamtleitung übernommen hat. Seine Nachfolge übernimmt Kenichiro Yoshida. Zum zweiten geht auch Andrew House, der das Unternehmen als PlayStation-CEO durch die goldene PS4-Zeit geführt hat. Neuer PlayStation-Chef wird John Codera. Und der übernimmt einen brummenden Laden. Denn die Verkäufe der PS4 werden noch 2018 die der PS3 übertreffen und das in knapp der Hälfte der Zeit. Aus dem einstigen Kinderspielzeug PlayStation ist heute also ein Milliardengeschäft geworden, das mehr als 70% der Unternehmensgewinne bei Sony ausmacht. Und was lernen wir daraus? Einfach mal öfter seine Chefs ärgern. Bei Ken Kutaragi hat's hervorragend funktioniert.